Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir sind hier immer noch in der Siegerstraße verblieben und werden diese auch voraussichtlich jetzt dann gerade abschließen. Ja, und den Trainer müssen wir auch noch bekämpfen. Und dort, wo der Felsen ist, wird es dann weitergehen, aber wir müssen zuerst wieder die Stelle dann wieder mit einem Felsen versiegeln. So dass der Schalter dann runtergedrückt ist, dass dann das Sicherheitssystem auch weg ist. Der für das Dramato, da werde ich jetzt lieber bei Keanu bleiben. Dass der auch noch ein bisschen XP kriegt oder halt bei Kamo. Wobei Psychokinese, das tut ein bisschen weh, aber von einem Dramato ist das noch halb so schlimm. Das hat ja nicht so gute Werte. Aber dass jetzt mit Angeberei kommt, das könnte gefährlich werden. Weißt du was? Ich verarsche ihn jetzt einfach, indem ich einfach einen Hyperheiler benutze. Behalte ich wenigstens die Statusveränderung vom physischen Angriff plus 2, aber die Verwirrung ist weg. Und deine Meditation wird jetzt ja auch nichts mehr bringen. Also hat ja erst den physischen Angriff, aber den wirst du eh nicht mehr durchkriegen. Jetzt haben wir einfach einen plus 2er physischen Angriff. Aerodactyl. Das wird jetzt wahrscheinlich auch reichen, um das Hypnodown zu kriegen. Mit 2 Hits. Oder auch nicht. Ich hab's ein bisschen unterschätzt. Gut, dass du mit Kopfnuss kommst, du Idiot. Denn das ist nämlich nur halb so stark. Kannst du was Besseres? Und gut ging die Giftwolke daneben, das heißt, die Vergiftung will heute nicht wegkommen. Jetzt, ach, wieso überlebst du? Ja, das hat jetzt nur überlebt, weil er einfach gedacht hatte, was, keine Giftwolke? Hier, bitteschön. Weißt du was, du kannst mich eh mal. Ist mir jetzt nur zu Pipe egal, denn du bist weg. Dank an Geberei. Weil sonst hätte es mehr Angriffe durchgehalten. Und das Kadabra müsste ich jetzt einfacher down zu kriegen sein. Ach ja, stimmt. Ich. Natürlich, bis wird das speziell gewertet, deswegen. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin dumm. Hashtag Chaosonic ist dumm. Natürlich ein bisschen, natürlich speziell. Weißt du, ich bin immer noch von der vierten Gen gewohnt, dass die einfach mal dass die einfach physisch ist, weil Biss einfach physisch ist. Aber Unlichtattacken sind eben vor Gen 4 noch speziell. Dann halt ein Steinhagel. Und wenn du schon keinen Reflektor einsetzen willst, dein Pech. Ah, wie kann ich das wieder. Wieso habe ich das wieder vergessen? Ja, und das gegen Nino. Und zu Nino, das eine der von Keanus Abonnenten, aber ich weiß nicht mehr, wie er auf YouTube heißt. Ich glaube, Bruga geht da, aber ich bin mir nicht sicher. Und dann macht das gegen ihn. Da seht ihr es, also alles was vor Gen 4 ist, das kenne ich einfach nicht mehr. Und hier haben wir TM 37 Sandsturm. Es gibt jetzt auch noch 2 weitere TMs zu finden. Und wenn wir jetzt Glück haben, werden wir jetzt nicht von einem Level 49er und hier haben wir noch einen Tipp rein von einem Level 49er Onix gelangweilt. Bevor ich die Treppe nach oben gehe, gehe ich nochmal kurz hinten umschauen, was dort noch so ist. Und gegen das Nobilikat werde ich jetzt einfach das Lapras einsetzen, einfach weil es kann. Und danke für Zahltag. Ich hätte doch gerne ein bisschen mehr Geld auf mein Konto, aber das Real Life sagt einfach nicht so. Weil sagen wir mal so, 2016 ist einfach nur ein schlechtes Jahr und wir haben jetzt ja 2017 und ich möchte das ein bisschen positiv ändern.
denn ich möchte die Vergangenheit von 2016 gerne vergessen. Es ist einfach viel Shit passiert, sagen wir es mal so. Auf die habe ich doch noch ein Elektron. Und auf die habe ich Donnerblitz. Stimmt, eine Coverage gegen Wasser-Pokémon. Die zum Beispiel H2O-Absorber haben. Zwar hat das das Enteron nicht, das hat entweder Feuchtigkeit, was Explosion verhindert, oder Wetterfest? Das ist irgendwie das, was den Status von Wetterattacken neutralisiert. Ja, zum Beispiel, es profitiert nicht von Regentanzen. Oder hebt es einfach zum Beispiel wie Sachen wie Sandsturm auf. Bin ich jetzt ehrlich gerade nicht ganz sicher. Schreibt es mir etwas unten in die Kommentare, wenn ihr besser da rein seid. Okay, die Leute gehe ich dann später noch, weil hier ist noch ein Trainer. Das ist wahrscheinlich ein Ast-Trainer, also werde ich jetzt gegen ihn kurz einen kleinen Rüdiger mal wieder kurz einwechseln. Er braucht auch noch ein bisschen Screen-Time. Okay, das jetzt mit Pantymos kommt, ist jetzt blöd. Das ist einfach nur rein Psycho, also kann es schon mal nicht verwenden, weil das hat eine Psycho-Schwäche. Okay, Anu ist zu angeschlagen, also muss es halt Kamo regeln. Wahrscheinlich benutzt es jetzt noch Reflektor. Oder einfach Psychokinese. Ne, das ist auch eine schlechte Idee. Okay, dann muss es halt wieder Ruffy regeln. Der einzige mit einer sehr hohen Spezialverteidigung. Okay, jetzt hat er H2O-Absorber kopiert, das Schwein. Gut, dann benutzen wir halt Eisstrahl. Dann friere ich dich halt ein. Ist auch gut. Vorausgesetzt, es klappt. Und Duplexib ist wirklich so ein dummer Move gegen Lapras. Das ist einfach nur ein Facepalm für den Trainer. Ich hätte gelacht, wenn jetzt wirklich den Freeze noch gekommen wäre. So, jetzt muss ich ihn nochmal kurz vorwechseln, weil ich möchte nicht von wilden Pokémon gelangweilt werden. Außer es wäre Shiny, dann wäre es mir ja egal. Falsch. Ah doch, stimmt. Sag ich da wieder. Ah, sieht mir, ich bin einfach nicht mehr derselbe. Gut, dann kriegt ihr alle mal wieder eine kurze Heilung spendiert. Das wird also nicht lange brauchen, bis es sich entwickelt hat. Derjenige, der noch am längsten brauchen wäre, wäre Nidoking. Aber für den gibt es auch keine Attacke mehr, die es noch erlernen könnte. Außer Matschbombe. Und die haben mit dem 07 Hagelsturm. Und Matschbombe findet man leider erst auf Island 5 im Rocket Hauptquartier. Ja, von Team Rocket ist noch nicht fertig. Das gibt doch noch ein. Sagen wir mal so, wer jetzt zum Beispiel Gold und Silber kennt, die wissen ja, dass selbst wenn Giovanni nicht mehr Team Rocket führt, Team Rocket immer noch am Leben ist. Okay, das ist jetzt nur die Abkürzung von hier. Denn ich muss jetzt gerade überlegen, was weitergeht. Ach, ich glaube, man muss jetzt den Stein nach oben schieben. Und hier ist ein Trainer, der ein. Wie ich weiß, ein Sonderbonbon bewacht, aber den kann man sogar auch umgehen. Oder auch nicht. Ich dachte, der würde sich vielleicht auch drehen. Okay, der hat jetzt zum Beispiel einen Kokowai. Da hätte ich jetzt. Ja, der hätte ich jetzt gerne. Er war aktiv wieder drin, aber egal, dann muss das halt Lapras mal kurz regeln.
ist halt immer schwer, ich will nicht von einem random Pokémon genervt werden. Die klauen sonst schon zu viel Zeit. Und Elektroball. Okay, das wird er wahrscheinlich schon schaffen. Da haben wir schon mal eine Elektroresistenz. Und das haben wir so eine Nullschwäche. Und dass du Lichtschild jetzt raushaust, das ist so dämlich, denn ich greife physisch an. Den Bodenattacken sind physisch. Und tschüss. Hätte es lieber Reflektor verwendet. Und Austoss. Und generell zu Austoss. Wir wissen ja, wie man es gerne besiegt. Also. Dann holen wir gerne wieder unseren Experten rein. Auch wenn er schon sehr viele Level hat. Aber er ist der Einzige, der mit einer speziellen Attacke, die effektiv ist, ankommt. Die anderen haben nur physische. Okay, dass er das überlebt, das war jetzt mir sowas von klar. War da kein Step drauf. Und das war ein unnötiger Aurora-Stahl-Volltreffer. Seriously. Also aus, das kann auf jeden Fall auch gut reinhauen, wenn es zum Beispiel mit Hausbruch gespielt wird. Was aber leider erst ab Gen 5 gibt. Oder wenn es zum Beispiel auch noch Wertelink hat, damit Eissperr ankommt. Oder einfach generell mit Multiangriffen, wie zum Beispiel Felswurf, Eissperr. Die dann einfach immer fünfmal treffen werden. Und für Sandamel kannst du gerne hier drin bleiben. Ich hoffe nur, ich schaffe die Siegerstraße in dem Park noch. Und mache es einfach so, dass ich halt jetzt noch kurze Überlänge habe. Weil ich möchte die gerne noch in dem Part verabschließen. Und so viel fällt jetzt auch gerade nicht mehr. Und da haben wir das Arcani. Aber ich bezweifle, dass der Surfer überlebt. Ach ja, und stimmt. Das hat ja nur den Donnerblitz überlebt, weil noch Lichtschild aktiv war. Das seht ihr, wie mein Kurzgedächtnis ist, ist genauso schlecht wie ein Goldfisch. Ich vergesse immer die Hälfte wieder. Ich habe jetzt wirklich gerade vergessen, dass noch Lichtschild auf dem Feld war, weil sonst hätte es nicht überlebt. Ja, und ich bin das Wunderkind, da hast du ja vollkommen recht. Okay, hier ist Top-Beleber. Wenn man einen Speedrun macht, muss man halt auch lernen, welchen Trainer kann man skippen. Und ich dann hier bei Feuerrot Speedrun mache, das werde ich dann wahrscheinlich dann mal nach Pokémon Gold Speedrun. Was ich leider immer noch nicht dazu gekommen wäre, weil ich es einfach vergessen habe. So, dann müssen wir das da reinschieben. Wir sind jetzt nicht zu weit. Dann hier hoch. Das hier rein. Und da rein. Damit haben wir die Barriere aufgelöst. Und hier haben wir Hitzekoll. Jetzt können wir mal kurz die Attacken vergleichen. Da haben wir zum Beispiel mal Blaue Kanonade. Der hat eine Grundstärke von 150. Und eine Genauigkeit von 90. Und das setzt eine Runde aus. Jetzt jetzt muss ich schauen. TM. Ich kann den Kampfhandel benutzen, wenn ich dann trainiere, ich Genie. Jetzt zum Beispiel, dann haben wir jetzt hier Hitzekoller, das hat jetzt genau, das ist um 10 Punkte schwächer als Blaue Kanonade, hat genau dieselbe Genauigkeit, aber dafür wird nur der Spezialangriff um 2 Stufen gesenkt. Also da ist Blaue Kanonade auf jeden Fall besser. Zum Beispiel Hitzekoll könnte zum Beispiel für Feuer-Pokémon verwenden, die jetzt eben zum Beispiel ja nicht Glurak ist, weil die das können das, vielleicht kann ich Loa Kanonade, das können nur die Feuerstarter alle erlernen. Und sonst keines von denen.
Gerne. Und er wettet, er hat einen Pantimos. Oder einfach ein Glutexo. Ist auch gut. Denn das wird ein Erdbeben kaum überleben. Es wird unser Dragon dann richtig wichtig sein in der Pokémon-Liga. Und dann hat es dann sein vollstes Potenzial. Okay, für Lapras. Ja, das hat jetzt einfach eine hohe physische Verteidigung. Und dann haben wir noch eine Schwäche. Da würde ich... Ja, setz mir das hier und dann benutze mir Donnerblitz. Auch wenn ich davon ausgehe, dass es auf jeden Fall mindestens einer überleben wird. Aber dann habe ich immer noch H2O Absorber. Das heißt, mit Wasserattacken kann schon mal nichts. Das Einzige, was er mit mir Schaden machen könnte, wäre mit Eisattacken. Aber das würde dann nur halb so stark sein. Weil wegen Eistyp und Wassertyp. Ich glaube, Eis gegen Eis wäre sogar neutral. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, das ist neutral. Und deswegen zählt doch mein Lapras auch zu einem meiner Lieblings-Pokémon. So, und das wird dann unser Rüdiger nochmal erledigen, das Sturm. Obwohl es auf jeden Fall mindestens einen Durchbruch überleben wird von Klaus. Ach, es ist nämlich der berühmteste Name von Polen. Wenn ihr das noch nicht wusstet. Wenn jetzt einige behaupten, nö, das sei nicht so, dann habt ihr den Witz nicht verstanden. Und jetzt gegen den regionalen Polen gerichtet, das war jetzt nicht ernst gemeint. Wenn euch da jetzt ein bisschen beleidigt vorkommt, dann ziehe ich die Aussage zurück und entschuldige mich aufrichtig bei euch. War vielleicht nicht gerade jetzt gerade angebracht, den Witz zu bringen. Entschuldigung. Ich will auch niemanden verärgern. Und die ist nur ein Megablock und sonst nichts. Also. Ach, weil ich wieder Lapras nicht vorne habe. Und ist das Level 48er auch nichts das stärkste? Weißt du, ich benutze jetzt einfach Erdbeben, einfach weil es kann. Obwohl Eisenschweif, das tut weh. Physisch ist sie eigentlich auch stark. Aber ich glaube auch nichts, sie sind eher mit der Verteidigung am besten. Vor allem im physischen Bereich. Da sind sie Weltmeister und ich hoffe, es hat es jetzt wirklich nicht zurückgesetzt, weil sonst darf ich jetzt dann den ganzen Mist nochmal machen. Und ich speichere es nochmal kurz ab. Ich hoffe, Schutz wirkt noch, denn ich mache jetzt einen kurzen Speed-Up. Ist die Barriere noch weg? Ja, die ist noch weg. Das heißt, die hat es nicht zurückgesetzt. Da nochmal Topschutz. Ja, ich werde das noch in den Part reinquetschen, auch wenn es eine Überlänge wird. Ist mir jetzt Schnuppe. Dann ist es halt eine Überlänge-Part. Aber es wird jetzt sowieso nicht mehr allzu viel Content. Außer sie kommen dann mit 5 Pokémon an, da könnte es ein bisschen Ärger geben. Vor allem wenn es ein süßes Pipi ist. Der Stein nagelt dich zu Tode! Natürlich überlebst du das. Cosmic Kraft, das bringt er schon wieder. Nur dass die Verteidigung und Spezialverteidigung in einer Stufe steigt. Und natürlich hast du eine Top-Genesung, was denn auch sonst? Gut, dann hat Flügelschlag auf Doom.
Und genau das ist genau passiert. Natürlich. Bethes ist starr von Liebe. Und der Steinhagel trifft nicht. Entweder ist er starr von Liebe oder Steinhagel trifft nicht. Wow, aber du bist wenigstens mal gut. Das hat dich jetzt wirklich nicht zugetraut. Okay, aber gegen Yugong werde ich jetzt dann wieder kurz mein Lapras einsetzen. Das hat ja Donnerblitz. Das wäre jetzt wieder mal ein Grund gewesen, Raichu mitzunehmen. Aber ich muss das leider ablenken für einen VM-Sklaven. Ich quetsch das noch rein, wenn's geht. Auch wenn es eine Überlänge ist, ist mir jetzt egal. Ich möchte dennoch in dem Part fertig haben. Sodass ich mich dann auf das Offscreen-Training vorbereiten kann, dass ich dann mit dem nächsten Part auch die Top 4 anfangen kann. Mit einem vollgestärkten neuen Team. Wobei, neu, das kann man streichen. Und ich glaube, das Pipi wird wahrscheinlich dann auch überleben. Einfach nur, weil Durchbruch nicht Step ist bei Nidoking. Aber ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die physische Verteidigung von Pummeluff schwächer ist. Es reicht sogar als die spezielle Verteidigung, auch bei Knuddeluff. Also ein todsicherer Tipp, wenn ihr einen Knuddeluff vor euch habt, greift es physisch an. Jetzt frisst nur die Animation wieder zu viel Zeit weg. Und ich hätte vorhin eigentlich Durchbruch benutzen können. Aber das Problem ist einmal Wasserattack und Nidoking wäre weg. Das ist also wie ein zweischneidiges Schwert. Du hast keine weitere Top-Genesis mehr, du hast nur eine einzige und du hast sie gerne verschwendet. Hm? Und bändischer Falltreffer for the win. Und Janeira. Da ist es auf jeden Fall am besten. Benutzt physische Attacken und keine spezielle. Die Spezialverteidigung von Janeira und der hohe KP-Wert lässt es gerne überleben, aber gegen physische Attacken kann es nichts. Seht ihr? One-Hit. Selbst mit einem Nicht-Step-Kampfangriff. Philander. Das könnte ich sogar als Energiefokus-Ersatz reinnehmen. Oder als Fuchter-Ersatz. Trifft zwar nicht immer, aber da hätte ich schon mal etwas gegen Psycho. Obwohl, das wäre auch nicht gerade so schön. Ich verlerne jetzt mal Fuchtler mal vorerst. Da haben wir schon mal eine Ersatzattacke anstelle von Fuchtler. Und später werde ich dann Energiefokus gegen Matschbombe austauschen. Also viel bringt das jetzt auch wieder nicht. Ja, zwar in Competitive Play ist es sogar vielleicht nützlich, aber meistens hast du auch keine Zeit, das rauszuhauen. Und es sind definitiv noch zu viele Trainer. Jetzt hat die Frage, kann man die sogar umgehen? Wäre aber doof. Okay, wenn der Part Überlänge hat, dann bitte ich dies zu verzeihen. Die Siegerstraße ist noch länger, als ich gedacht habe. Vor allem, wenn sie mit 5 Pokémon kommen. Mir geht wirklich Donnerblitz aus. Weil ich hätte sogar überlegt, die Off-Camp zu machen, aber das wäre ja dumm.
Nur dann wird halt Dotzalapras das halt alles erledigen müssen. Gut, ging Hypnose daneben. Das kann nervig sein, genauso wie Gesang. Meistens sind die Zeppo immer so darauf verpflichtet, dass die nämlich immer trifft. Aber heute haben wir mal Glück. So, gegen den Toxa, da kann ich eigentlich auch Psychokinese verwenden. Auch wenn es diese wahrscheinlich überleben wird. Und Wickel war einfach nur eine dumme Idee. Denn selbst trotz Volltreffer macht das kaum Damage. Man kann es jetzt zwar halt nicht mehr auswechseln, solange der Wickel aktiv ist, aber hatte ich das vor, auszuwechseln? Nö. Und er macht sogar noch einen Volltreffer mit Säure. Also jetzt wird das Spiel mich wieder trollen. Wickel mit Volltreffer, Säure mit Volltreffer. Da hat jemand einen Volltreffer-Hack an. Und zum Glück ist Simon noch kein Drache. Das ist erst der Psydra King. Ein reines Drachen-Pokémon, das dann nur eine einzige Schwäche aufweist. Und ab Gen 6 sogar zwei. Nämlich, ab Gen 6 wäre es nämlich Fee und Drache selbst. Und das Turtok, das werde ich einfach so down kriegen. Mir geht jetzt einfach nur die Ape für Donnerblitz flöten. Und dass es jetzt nämlich besser einsetzt, das ist wirklich dumm von ihm. Denn er wäre jetzt in Sturzbach-Range gewesen und hätte mich mit... Stimmt! Das war ja gar nicht mal so dumm, der wäre noch dümmer gewesen. Ich habe ja H2O absorbiert. Dann wäre er ja noch dümmer gewesen, wenn er mich jetzt mit einer Wasserattacke getroffen hätte. Also der war jetzt mal schlau. Da muss ich mal zugeben. Schlaues Kerlchen. So, dann einmal Hypertrank für dich. Und dann einmal ein Äther, damit du wieder von Donnerblitz ein paar AP hast. Sprich die einfach an, da geht's schneller. Also der Part wird auf jeden Fall safe eine Überlänge haben. Und dann werden die alle wieder 5 Pokémons haben. Okay, einmal Eisstrand, das ist weg. Wahrscheinlich hätte es auf jeden Fall eine Psychokinese überlebt. Weil nicht Step. Ultragaria dasselbe Schicksal. Wobei ich hätte ja eigentlich auch Glurak nehmen können, wenn mir es gerade so einfällt. Und Aerodacty, damit die auch noch ein bisschen EXP kriegen. Okay, jetzt nehme ich es. Und ich werde jetzt mal kurz Loa-Kanonade demonstrieren. Erst dann eh wieder auswechseln. Und tschüss! Das überlebst du nicht. Einfach zu Demonstrationszwecken. So, ein Parasek. Pflanzt. Käfer. Vierfach Schwäche gegenüber Flug. Und sogar eine Vierfach Schwäche gegenüber Feuer. Und wenn es dann die Trockenheit noch besitzt, eine Fünffach Schwäche. Aber Flug rein reicht schon. Denn die halten ihn generell nicht viel aus. Und dass jetzt Sporen wird mich paralysiert, das war sowas von klar. Ja, das Spiel will unbedingt mich wieder trollen. Und dann noch ein Paras. Gut, dann holen wir jetzt wieder Endragon rein, denn er hat jetzt ja... Wenn es jetzt richtig ist, müsste die Aufladung ja überspringen. Ja, tut es. So, hoffentlich kommen jetzt nicht noch mehr Trainer. Sonst habe ich dann wirklich ein Problem. Dann in einer 40-Minuten-Aufnahme. Okay, Lapras ist vorne.
Aber das wären, glaube ich, die zwei letzten Trainer, der Doppelkampf, soviel ich weiß. So, hier den Felsen runter. Und runterspringen. Den haben wir, glaube ich, auch sogar besiegt, den da oben. Gut. Nur um sicher zu gehen. Auch Endsmash kam hier vorbei. Ja, nee. Das wusste ich jetzt nicht. Okay, das sind die letzten zwei Trainer. Das ist jetzt der letzte Kampf. Das heißt, wir haben jetzt die stärksten Mitglieder vor. Ja, das werden wahrscheinlich zwei Kämpfer sein. Also werde ich den hier noch hervornehmen. Muss ich halt noch mal kurz einen Paraheiler servieren. Oder einfach einen Hyperheiler. Das geht auch. Also wenn es Überlängen hat, dann bitte ich dies zu verzeihen. Und natürlich hat es genau das, was ich nicht gehofft hätte. Okay, halt mit Surfer würde ich halt mein Team wahrscheinlich auch noch mit hitten, dann den mal kurz auswechseln in einem Pokémon, das keine Wasserschwäche hat. Autsch, das tut weh. Aber sowas von nicht, wenn es auf ein falsches Pokémon geht. Okay, das ist interessant. Der Partner wird noch nicht getroffen hier. Okay, nochmal Surf und du kriegst jetzt noch ein Tafelwasser hinterher. Einfach, weil ich's kann. Aber ein Surfer, das reicht, um die beiden zu outknocken. Und es ist so dumm, es macht schon wieder einen Vieländer. Hast du nicht gecheckt, dass Lapras sozusagen eine Wall ist? Da bringt dir das süße Vieländerchen auch nicht. Und das haben wir selbst im Team. Das werde ich jetzt zum Beispiel gegen Pflanzen-Pokémon gut verwenden kann. Ich habe ja noch keine Gift-Attacke. Und Energiefokus bleibt einfach nur noch so lange im Team, bis ich dann Matschbombe habe. Oder vielleicht tue ich sogar dann Vieländer aus. Obwohl. Ist das noch ein Trainer? Du kannst stolz auf dich sein, weil du dich so wacker auf der Siegerstraße geschlagen hast. Also, Anerkennung deiner Leistung möchte ich einem deinem Pokémon Risikotackle beibringen. Nein, danke! Weil das ist mir doch zu risikoreich. Also, was ich dann für Matschbombe rausnehme, weiß ich noch nicht. Dann habe ich auf jeden Fall jetzt etwas gegen das Kokowai. Okay, hier ist noch eine Brunusbeere. Und hier müsste irgendwo noch ein verstecktes Item sein. Und zwar genau hier. Ein Top-Elixier. Man behauptet zwar auch, das wäre hier noch irgendwo ein Sonderbaum von versteckt, aber das ist nicht so. Das ist auch das einzige Item. Ja. Und da sind wir jetzt schon beim Indigo-Plateau. Oh, was hast du zu sagen? Hey, warte du Champion ins B. In der Pokémon Liga triffst du gegen die Top 4 nacheinander an. Wenn du einen Kampf frisst, musst du ganz von vorne beginnen. So sind die Regeln. Ja. Ja, was kann man da hinten noch Items kaufen? Wenn man durch diese Tür geht, dann gibt es kein Zurück mehr. Entweder man besiegt die Top 4 plus den Champ oder man scheitert beim Versuch. So, dann kaufe ich noch mal ein paar Hyperbälle. So, und Top-Genesung kaufe ich jetzt mal 16. Ich habe noch ein bisschen Kohle. Und Top-Trank nehme ich auch noch 15.
Überleben, nämlich noch 4. Hyperheiler einen. Top-Schutz für später noch 12. So, dann verkaufe ich noch ein paar Sachen hier, die ich mal nicht brauche. Okay, also die Pilze brauche ich ja für die Attacken. Sternenstück. Gibt 9800. Ja, der Part wird jetzt gewaltig überlänger haben. Aber bloß behalte ich ja. Calcium. 4.900 pro Stück gibt jetzt 19.600. Nuggets. 5.000 pro Stück gibt jetzt 25.000. Riesenpilz behalte ich eben wegen Attacken, was ich noch einmal erlernen möchte. Sternenstaub pro Stück 1.000. Protein. 4.900 pro Stück. Zink. 4.900 pro Stück. Kann man auf jeden Fall gut einkaufen. Eisen! 4.900 pro Stück. Carbon! Eben dasselbe. Aber ich brauche die nicht. Das ist einfach für die EVs. Also wenn man zum Beispiel jetzt von einem Wert noch keine 100 EVs hat, oder noch nicht alle EVs verteilt, dann kann man die geben. Das gibt dann zum Beispiel für KP plus eben einfach 10 EV-Punkte auf KP. Die HP Plus brauche ich dann wahrscheinlich noch für die letzten Moves. So, Riesenperle. 3.759 pro. Eine normale Perle. 700. Mach und dann behalten wir noch. Und Steine auch. Megablock. Das behalte ich auch mal für Notfälle. Donnersteine könnte ich zum Not auch verkaufen, aber ich behalte jetzt einfach mal. So, dann kaufe ich jetzt nochmal 10 weitere Top-Genesung. Und 10 weitere Top-Tränke, das reicht dann auch. Nach dem Beleber kaufe ich noch 5 weitere. Dann haben wir auf jeden Fall noch genug Geld für die Hyperbälle, wenn wir dann ein neues Legi fangen. Und ich habe beim letzten Mal, als ich die Legis genannt habe, habe ich eins vergessen, nämlich eines von den legendären Wander-Pokémon. In meinem Fall würde das dann Suicune sein. Aber bevor ich jetzt dann wirklich noch eine 40-Minuten-Ausnahme draus mache, werde ich das Part auch an der Stelle beenden. Ich werde dann off-cam das Team vorbereiten für die Pokémon-Liga, das heißt sprich alle auf 55 trainieren. Die Entwicklung von Dragonier zu Dragonair werde ich natürlich noch in einem Zusammenschnitt zeigen. Und dann am nächsten Part, wenn ich dann das Team vorstellen kann, werde ich es noch kurz vorstellen und dann werden wir die Pokémon Liga rocken. Und zwar werde ich jetzt hier speichern, nämlich hier neben der Dame vor der Tür. So, dann hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder, wenn wir dann den Top 4 gegenübertreten. Wenn es soweit ist. Sollte es nicht soweit sein, kann es sein, dass da halt das Projekt ein bisschen pausiert wird, weil wegen Zeit. Aber ich werde mich bemühen, das so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, das Offscreen-Training. Bis dann und ciao!